Easy hier, oder was? Basilikum. Aber dafür haben wir gerade Punkte gekriegt. Hallo Kai, einen wunderschönen guten Abend. Wir gehen mal schnell eine Eisenrunde machen, damit wir für Wally diese blöden Dinger machen können. Damit wir überhaupt mal vorankommen. Also diese ganzen Sachen alles immer noch. Motivation. Ich weiß, ich müsste jetzt jemanden mitnehmen, aber... Nur zwei. Ach komm, einen müssen wir noch. Einen müssen wir noch. Nein, leider kein Alice heute. Das ist heute der letzte Stream. Und Manu ist erkrankt und von daher kein LS heute. Nächstes Jahr wieder, lieber Kai, nächstes Jahr wieder. Ich muss Goofy ja mal... Ich möchte sammeln, aber ohne Goofy ist das doof. Wo steckt denn der Schlingel? Goofy? Schlimmsten Fall im Restaurant, ne? Wo habe ich den denn jetzt wieder verloren? Hä? Wir haben Goofy verloren! Hilfe! Wally? Hä? Wo ist der hin? Wir haben Goofy verloren! Bestimmt bei Remy, ich hoffe. Ach, da ist er doch. Ja, es ist schön, so viele Freunde zu haben. Komm her. Wir müssen abhängen. Hallo, Proxima. So. Ja, Wally, du kriegst gleich. Ach so, warte mal. Wally, erstmal reden. Wally. Hast du eine Frage? Oh. Was ist los, Wally? Du hast eine Frage? Hm, er deutet auf... Meine Hände. Das sind meine Hände, Wally. Hm. Ja, sie sind wie deine. Meine sind nicht aus Metall. Diese kleinen Dinger nennt man Fingernägel. Hui. Gut. Jetzt kriegst du deinen Bartfaden. Wally, reden. So süß. Ich habe was für dich. Guck mal hier, so einen schönen Bartfaden. Dreh durch, mein Freund, dreh durch. So, komm mit Goofy, wir müssen Äpfel ernten. Sehr schön. Oh, Wally. Ja, ich mach dir gleich noch dein Ersatzteilchen da. Mach dir gleich noch dein Ersatzteilchen. Dazu brauchen wir zwei Eisenbarren. Und dann können wir dir Teile zum Basteln. Wir brauchen ja nur eins, ne? Die anderen zwei können wir ja weglegen, ne? Warte mal. Brauchen wir Merlin noch oder eher nicht? Merlin hat doch schon das Höchste, oder?
Wally! Wally, ich hab was für dich, Wally! Oh, er guckt seinen Schuh mit seinen Blümchen an. Ich hab was für dich. Hier hast du was zum Basteln. Turmalin kannst du leider nicht bekommen. Tut mir leid, mein Großer. So. Sammlung. Charaktere. Wally haben wir abgefrühstückt. Stitch. Goldklumpen. Weißes Sumpfmilchkraut und Milchschokolade. Milchschokolade können wir noch nicht. Goldklumpen und weißes Sumpfmilchkraut. Weißes Sumpfmilchkraut. Weißes Sumpfmilchkraut. Richtung des Vertrauens. Ist das nicht, was wir hier in der drinne haben? Hier ist eine blaue Sternlilie. Was wollte er nochmal? Ach Gott, nee. Goldklumpen. Minze, Kakao, Zuckerrohr, Butter. Minze, Kakao? Butter. Diese Butter geht mir schon wieder auf den Sack, ne? Ein Goldklumpen. Wieso gibt es da keine Kuh? Was ist denn da los? Ich habe nicht den Hauch einer Ahnung. Ich weiß auch nicht, wo das hinführen soll. Gib her das Ding. So. Butter, ne? Was hast du gesagt? Minze, Kakao, Zuckerrohr, Butter. Butter. Das Mann von den Toten. Von den Toten. Benutzen. Bevor ich das jetzt koche, ne? Karte. Ach, Karte geht hier drinnen nicht. Etwas Butterwaffeln. Die haben wir eigentlich zu Hause, ne? Erstmal gucken, ob der überhaupt wach ist, der Gutste. Ja, der ist wach. Okay. Bevor ich hier irgendwas mache und dann wieder da nur Ärger habe. Nein, geh doch nicht raus! Och. Wahrscheinlich ist Tierfutter mega teuer. Verkauft Onkel Dagobert, ne? So. Und da hast du gesagt? Kakao und Zuckerrohr. Minze? Kakao? Und Zuckerrohr. Zack. Ui, 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 ui. Ja, hab ich, hab ich, hab ich, hab ich, hab ich. Hab ich, liebe Grit, hab ich. Genau. Jetzt holen wir noch so ein weißes Sumpfkraut-Dingelskirchen und dann haben wir Stitch einmal komplett. Dann werden wir den einmal voll labern. Da kommt er schon angerannt. Können wir den gleich mal anquatschen, ne? Hier, komm mal her, mein Freund. Bubaya! Stitch, ich habe gerade an etwas gedacht. Du hast viele coole Kräfte. Ja, Stitch ist stark. Feuerfest, kann wie Hündchen aussehen und im Dunkeln sehen. Wie ist es, im Dunkeln sehen zu können? Normalerweise gut, gut zum Verstecken.
Aber manchmal wacht Stitch mitten in der Nacht auf und sehen zu viele unheimliche Schatten. Dann Nachtsicht nicht gut. Dankeschön. Warte, warte, bleib hier, mein Freund. Warte. Hallo. Ich hab etwas für dich. Und zwar, dann haben wir mal hier den Goldklumpen. Level 4. Für mich, danke. $500. Warte, mein Freund, warte, bleib hier. Hallo. Hallo, ich hab was für dich. Und zwar Minzschokolade. Jawolla. Wenn wir dem jetzt auch noch seine komisches weißes Sumpfgras-Dingelskirchen finden, dann haben wir den auch schon gleich noch auf Level 5. Hallo, Mickey. Einen wunderschönen guten Abend. Das ist nicht die weiße. Hier ist mir so düster Kissen, ne? Wollen wir mal gucken, was das weiße ist. Nein, Pilze werden nicht gesammelt. Oder ist das weiße? Blau-lila, ne? Das ist doch nicht weiß. Weißes Sumpfmilchkraut. Tada! Haben wir schon was hinterhergeschmissen? Nee, ne? Jetzt gerade. Okay. Hier steht noch eine blaue Kiste. Nachtscherben. Dankeschön. Ja, wir hatten ja, wartet mal. Wir hatten ja beim Event auch noch mal, ne? Hier. Ernte was Süßes. Oh. Dreamlight hatten wir auch noch mal. 3 Gewürze. Und kochen. 500 Dreamlights. Und noch mal hier sammeln. Ach ja, und dann habe ich ja... Oh, da ist aber jetzt was zum Angeln. Dann habe ich ja noch mal den glorreichen Tipp gekriegt. Sollte mich vielleicht mal umziehen. Jawohl. Sehr schön, sehr schön. Wartet, so. Tada, hier sehe ich aus wie eine Prinzessin. Ändere dein Outfit. Fange 3 Fische. Nein. Aber es sieht schon merkwürdig aus, wenn ich hier mit meinem Prinzessinnenkleid durch die Galande laufe, oder? Hübsch bin ich. Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Mit meinen Weihnachtskugeln. So, jetzt müssen wir Stitch gleich suchen. Warte, Blaubeeren müssen wir mitnehmen. Danke. Mit Erik sind wir auch noch nicht weiter. Der verrottet hier gerade. Schwarz und Rot, ein Kleid, Marke Feines Tod. Ja, ja. So,
Guck mal, hat er mir eine Banane hinterhergeworfen. So, jetzt gucken wir mal, wo Stitch ist. Der macht schon wieder Unsinn, der Gutste. Bitte nicht schlafen, bitte nicht schlafen. Sag mal. Ach, da. Es ist immer schön, wenn der Goofy schon da ist. Komm her hier! Aloha! Gaboa! Ich hab was für dich. Hier, dein blödes Sumpfkraut-Dingelskirchen hier. So, Stitch Level 5. Tada! Jetzt haben wir eine Stitch-Mütze. Nein, ich will sie nicht aufsetzen. So, das war Stitch. Wen haben wir denn noch? Merlin braucht wir nicht, Wally haben wir, Stitch haben wir. Maui haben wir fast, den haben wir fertig. Bayana Zander, orangefarbenes Sumpfkraut und Früchtebrot. Früchtebrot. Können wir das machen? Ich glaube schon. Aber wartet mal, bevor wir das machen, gucke ich erstmal, ob die Gutste schläft. Bei der weiß man das nämlich auch nie so genau. Nein, gerade nicht, tatsächlich. Orangefarbenes Sumpfkraut, Dingelskirchen. Drei Weizen plus ein Obst, das kriegen wir hin. Hier ist orangefarbenes Sumpfkraut. Dann wollte sie noch einen Zander und das Früchtebrot. Haben wir hier irgendwo einen Kochtopf in der Nähe? Ich weiß es nicht. Guck mal, unterm Rock die Zitrone versteckt. Ein Weizen, drei Obst. Ah, okay. Wenn sie doch nur laufen würde. Ah, schon wieder ein Apfel dahinter geflogen. So. Gekocht wird drei Obst. Also eine Banane. Ein Apfel. Und die Kirsche. Würde ich jetzt mal so sagen. Und noch ein Weizen. So. Zack. Jawolla! Früchtebrot. Ein neues Rezept. So, und dann wollte sie noch einen Zander haben. Das Kabeljau, das ist hier Zander. Einmal aufteilen, einmal rüberschicken. Fertig ist der Lachs. Den Hummer können wir gleich hier lassen, den brauchen wir gar nicht. Der kann gleich mal hier rüber bleiben. Bayana! Die sitzt ja jetzt im Restaurant rum. War sie jedenfalls mal. Dass die immer alle verschwinden müssen. Bei Goofy. Okay. Bei Goofy kann ich ertragen. Dippe. Was für ein toller Tag zum Segeln. Wolltest du schon immer fortsegeln? Ah.
Als ich klein war, wollte mein Vater, dass ich dort glücklich bin, wo ich bin. Dass ich mich auf meine Verantwortung gegenüber meinem Volk konzentriere. Aber da war etwas in mir, das mich zum Meer zog. Ich habe einen Weg gefunden, diese beiden Dinge zu vereinen. Unser Volk fährt nun wieder zur See. Ich bin froh, dass du einen Weg gefunden hast, diese beiden Dinge zu vereinen. Ich auch. Ich bin so dankbar. Die Entdeckung, wer wir waren, macht das, was wir sind, noch unglaublicher. Toll. Lass uns später reden. Nein, wir reden jetzt. Ich habe hier jede Menge Zeug für dich. Ich habe was für dich. Und zwar kriegst du dieses tolle Brot. Guck mal, wie Anna guckt, du. Total eifersüchtig. Ich habe was für dich. Und zwar diese orangefarbenes Sumpfmilchkraut. Yeah! Und soll ich dir was sagen? Ich habe noch was für dich. Und zwar Sander. Und damit haben wir sie auf Level 9. Ba-ba-ba-ba. Okay. Oh, habt ihr das Kleid gesehen, was wir kriegen? So, Dreamlight haben wir auch schon wieder bekommen. Und zwar Freundschafts-Dreamlights 400. Ja, so kann es weitergehen, ne? Jetzt ist die nächste Stufe erst 180 Geschenke. Machen wir doch locker. So, gucken wir gleich mal rein. Sammlung, Charaktere. Das war Vienna. Remy haben wir schon zusammen. Ariel, ein Eisenbarren. Rote Passionslilie und Lauchsuppe. Lauchsuppe sollten wir können. Eisenbarren kriegen wir auch zusammen. Goofy, komm, wir gehen. Wir gehen, Goofy. Wir müssen hier noch ein bisschen was erledigen. Aber dieses Kleid ist echt nicht gut, damit immer im Sumpf rumzulaufen, ne? Das ist gar nicht so gut. Was denn hier passiert? Er hat mir hier Karotten hinterhergeworfen. Und eine Tasse. Oh, sehr müder Stitch. Was hat der denn gemacht? Dieser Junge, der macht nur Unsinn. Dieser Junge macht nur Unsinn, wirklich. Nein, Goofy, dich brauche ich jetzt gerade mal noch. Bleib mal hier. Er hat Wally seinen ganzen Garten kaputt gemacht hier. Die gefundene Kaffeetasse. Aha, ich will hier rum. Also mit dem Kleid, ne? Tue ich mir echt keinen Gefallen, ne? Ich sehe ja nicht, was auf dem Boden liegt hier. Ach, Menno. Du stellst fest, dass jemand den Garten von Wally verwüstet haben und dabei Schmutz in eine Kaffeetasse zurückgelassen hat. Du sprichst mit Wally, um herauszufinden, was passiert ist. Nein, wir wollten jetzt erstmal... Erst das eine, dann das andere. So, wir brauchten jetzt für... Ariel Eisenbarren. Oder wir lassen Ariel erstmal sein. Wo ist Wally? Da ist Wally. Hier irgendwo ist Wally.
Hey, Wally. It just looks like someone made a mess of your garden. I found this coffee cup nearby. Oh, do you know who did this? Was ist? Mickey, Donald, Stitch. Ich gehe gleich auf Stitch. Was soll's? Tada! Stitch messed up your garden? Oh boy. I guess I'll have to find Stitch and do a badness level check. Okay, Barometer gestiegen. Bösewicht-Barometer gestiegen. Mein Freund, komm hierher. Sonst gibt's Haue. Okay, warte. Deine Klampfe kannst du dir gleich mal wohin stecken, mein Freund. Mensch, ich habe mit Wolle gesprochen und du hast anscheinend schon wieder Ärger gemacht. Ärger? Nein. Bösometer ganz niedrig. Aber Stitch fühlt sich nicht gut. Bauchweh. Und again so müde. Du bist müde? Warum machst du nicht ein Nickerchen? Nickerchen? Nein, will keinen Spaß verpassen. Stitch will Kaffee. Also mit Erde aus Garten Kaffee machen. Kein Wunder, dass du Bauchweh hast. Aus Erde kann man keinen Kaffee machen. Dafür braucht man Kaffeebohnen. Ja, ja, Bohnen. Erinnere mich. Vor dem Vergessen Bohnen an Bäumen gewachsen. Aber jetzt keine Bäume und keine Bohnen. Vor dem Vergessen habe ich Baum im Raumschiff gepflanzt. Für Kaffee wach bleiben. Vor dem... Was, hm? Ich glaube, dieses Bäumchen lebt noch. Aber es ist in einem ziemlich schlechten Zustand. Die Nachtdornen haben seine Wurzeln übel zugesetzt. Wenn wir es ein bisschen pflegen, können wir schon bald Kaffee kochen. Da schlägt doch Andrinas Herz. Ohne Kaffee geht nix. Ich werde mit Wolli sprechen. Vielleicht kann er das Bäumchen wieder gesund machen. Ist gut. Danke. Ja, ja, du hast ein... Was hat denn den Hintern verdient? Wolli noch da hinten? Da ist Wolli. Da 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 da. Kaffee allen. Jetzt mit A geschrieben. Ja, Guru. Huh? I figured. Out why Stitch was acting destructive. He missed Puppy. Oh. If you could just help us nurse this plant back to heals, then Stitch wouldn't be so tired and grumpy anymore. Tada! Ja, Wally ist genauso gutgläubig wie Andrina, ne? And what's this? A list of everything I need to know to plant the tree and get growing again. Ach, wir haben schon wieder eine Liste mit Sachen, die wir brauchen. Kieselsteine, Lehm und Beutel. Natürlich! Kieselsteine, Lehm und Beutel. Ich glaube, der Beutel ist das Einzige, was wir machen müssen. Und das machen wir wahrscheinlich aus Baumwolle. Goofy, wie lange brauchen wir denn noch zum Leveln, ha? Miri, sag dieses böse Wort nicht. Wehe.
Ich sehe den Beutel nicht. Bin ich jetzt Blindfisch? Ich bin Blindfisch, oder? Heute. Phasen. Okay, ich habe dafür Ua gefunden, das Schweinchen von Vajana. Dann werden wir das jetzt erstmal beiseite lassen, würde ich sagen. Und im Text weitermachen. Die hat alles gekriegt, ne? Emiska Ariel. Eisenbarren. Lauchsuppe, rote Passionslilie. Schläft Ariel schon? Was ist an Fasern böse? Hallo Jens, ich muss dafür Seetang angeln. Und da ich nicht mehr angeln will. Was war das für eine rote? Rote Passionslilie. Die können wir noch nicht, ne? Eisige Höhlen. Natürlich können wir die noch nicht. Ah. Ursula geht gleich schlafen. Ursula hat vorhin geschlafen. Ursula schläft immer noch. Ursula schläft immer noch. Haben wir Lauchsuppe? Nee, Lauchsuppe haben wir nicht. Wie geht Lauchsuppe? Oder ist das eine Vorspeise? Kartoffelsuppe mit Lauch, nein. Dann kann ich der schläft bis 22 Uhr. Ja, ja, ich weiß, ich weiß. Ihr Lieben, ich muss einmal ganz kurz. Ich gehe hier raus. Ich muss mal einmal ganz kurz Pipi machen gehen. Gleich wieder da. Thank you.
So. Ich bin wieder da. Ein Lauch und fertig. Deine Magie spürt die Besonderheit dieses Ortes. Hm. Hallo, du. Hallo. Du weißt einiges über Magie. Ich habe im letzten Jahr eine Menge über meine Kräfte gelernt und über die Naturgeister. Möchtest du, dass ich dir von ihnen erzähle? Ja, doch. Die Erdriesen können gefährlich werden, wenn du sie störst. Sie schlafen meistens, daher könnte man sie mit Hügeln oder Bergen verwechseln. Aber wenn sie aufwachen, trampeln sie herum und werfen Steine. Also ist es besser, sie nicht zu wecken. Und schon haben wir sie auf Level 5. Sehr schön, sehr schön. Hattest du geschrieben, habe ich tatsächlich übersehen. Hallo Karl-Heinz, es tut mir leid, habe ich übersehen, Manu, es tut mir leid. Hallo Karl-Heinz. Wir haben neue Kleidung freigeschaltet. Ja, ist egal jetzt. Hauptsache, wir kriegen Goofy mal ein bisschen höher hier, ne? Goofy, schmeiß mal einen Apfel her. Ja, so ist gut. Dann können wir Ariel wenigstens die Lauchsuppe machen. Alles andere oder den Eisenbarren vielleicht, aber ich glaube nicht, dass wir genug Eisen haben. Ein Lauch. Wir müssen Lauch mal wieder anpflanzen, aber wo war denn das? Mit Läuchern haben wir das nicht so, ne? Sehr gut. Eier von freiläufenden Hühnern. Jetzt muss ich erstmal gucken, was. Ich vermümmel die Eier meiner Mutter. Ich war so. Was? Du kannst ja Eisenbarren kaufen. Geht schneller, ne? Das brauche ich nicht sammeln. Ja, Miki, geht sofort los. Also, wie ich den Sack machen kann, werden wir gleich erfahren, denke ich mal. Hoffe ich. Also, in meinem Dings ist es nicht drin, ne? Was muss ich denn für einen Eisenbarren bezahlen? 70? Ach komm, egal. Hau raus, den Rotz. Wir haben sowieso kein Geld. Ich bin wirklich erleichtert, dass es hier so viele nette Leute gibt. Ja, das bin ich auch. Ja. Schmeiß hin den Kram. Schmeiß hin. Ich bin dafür. So ist gut. So ist gut. Siehst du, Goofy, taugst ja doch zu mehr. Dann machen wir hier gleich mal Alohomora. Aber erstmal holen wir die Fische von Vajerna ab. Bitte lass zwei Seetang dabei sein. Natürlich nicht. Warum ist hier eigentlich so viel Kram und so viel Alohomora schon wieder? Müsste einmal über die Map laufen und tatsächlich überall wirklich alles einsammeln, was man einsammeln macht. Einsammeln kann. Entferne 4 Nachtdornen. Sehr schön. Aber gleich nochmal wieder eine Errungenschaft. Oh, Tag 5 neue. Ach, du himmlische. So. Ariel. Sag nicht, du bist unterwegs. Ariel. Hier, stopp. Hier, stopp. Oh, hallo Andrina. Was gibt's? Wo würdest du am liebsten auf Entdeckungsreise gehen, Andrina? Im Wald, in der Tundra, in der Wüste? Tundra. Wald? Wald. Oh, dahin würde ich auch gerne gehen. Was magst du am Wald? Sie sind dunkel und grün, sie sind voller Kleintiere. Manchmal gibt es gruselige Hexen. Das klingt wie unter dem Meer, nur dass wir Fischschwärme haben. Lass uns bald mal wieder sprechen, ja? Ja, jetzt zum Beispiel. Ich habe noch was für dich. Außer das Blümchen kann ich dir nämlich alles geben. Wir hätten hier schon manchmal einen Eisenbarren. Ja, dreh durch. Ja. Level 4. Und 500 Taler. Das war die 70 Taler wert. Und wir sind Level 34. Sehr schön. Haben einen neuen Schrank.
Komm mal, halt, stopp! Dieses Vibe. So. Dann hätten wir noch ein Leuchtsüpplein. Oh, ich danke dir. Es ist wunderbar. Level 5. Boah, schickes Oberteil, ne? Würde ich jetzt mal so sagen. Können wir ja mal ausprobieren. Ah, ohne die Jacke, ne? Ich will das ohne die Jacke. Mäntel. Die hässliche Jacke ziehen wir jetzt nämlich aus. Wo sind die? Da. Oh, guckt euch mal dieses schicke Oberteil an. Passen nicht ganz zu den Handschuhen, aber... Ah. Schau mal was Neues, ne? Unter dem Meer und so. So. Dann hätten wir Ariel auch abgefrühstückt. Haben wir schon 22 Uhr? Nein, haben wir noch nicht. Wir haben noch nicht mal 20 Uhr. Ei, der Daus. Jetzt haben wir... Was ist eigentlich mit Donald? Was ist mit Donald? Aber Anna. Anna möchte Sakemaki. Sakemaki hatten wir. Lebkuchenhaus und gelbe Kapuzinerkresse. Gelbe Kapuzinerkresse. Gelbe. Ah, die ist bestimmt wieder da oben, ne? Vergessenes Land, okay. Lebkuchenhaus und Sakemaki. Wolltet ihr die das nicht gestern schon haben? Hatten wir Sakemaki fertiggestellt? Lachs, Seetang, Reis. Ach. Ich merke schon, ich muss Seetang holen, ne? Ach Gott, nee. Ich hasse Seetang. Aber wenn wir sowieso schon die Angel rausholen, ne? Dann können wir auch diesen orangen Spot mitnehmen. Jawoll. Chili! Und Goofy hat gelevelt. Goofy hat gelevelt. Nee, Ingwer haben wir nicht. Nein, nein. Wir haben jetzt ein neues Möbelstück freigeschaltet. Die Mickey Mouse Konsole. Goofy hat gelevelt. Ach, geht das schon wieder los. Ich will doch nur ein bisschen Seetang haben. Geht doch. Chili, weg da. Diese ganzen Kabeljaus, ne? Ich werde sie alle verhökern. Sehr schön, sehr schön. Ich hoffe, du warst stolz auf mein Schwertfisch. Jawoll. Ich hasse Kabeljau.
Geht doch. Du hast mein Herz mit Stolz erfüllt. Jeden Tag aufs Neue, ne? Jeden Tag aufs Neue. Jawohl. So will ich das und nicht anders. Ein Seetang nach dem anderen. Jetzt bin ich auch noch kaputt hier. 5 Seetang. Das reicht für ein paar Fasern, oder? Aber nicht zum Kochen. Kann so weitergehen. Nehme ich. Nehme ich. Oh, 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 oh. Na, aber das war kein Glücksgriff, war. 13. Jawolla. So, Goofy will ich jetzt nicht machen. So, Lebkuchen können wir nicht. Das heißt, wir haben Ingwer. Lachs, Seetang, Reis war für Sakimaki, ne? Oder sowas, ne? Das war bestimmt für Sakimaki. Ja, schmeiß beruhigte Kokos aus deinem Kopf. Und auch die Banane. Geh doch. Können wir nicht eigentlich in jedem Haus, oh. Der ist Oronge und der ist, oh. Stitch. Hauptsache, jetzt spielt die Gitarre. Jetzt kommt ein Wels oder sowas. Nein. Das war ein Fehlgriff. Hm. Oh, Kaffee. Ohne Kaffee funktioniert hier gar nichts. Ah nee, das war eine Brasse. Da liegt ein rotes, warte. Kaffeetasse wegstellen, natürlich. Oronge, oh. Oronge, oh. Wally. Eins, zwei, drei, vier. Ah, und eine Erinnerung. Ein Glück, dass das Wasser noch, dass der Kaffee noch nicht eisekalt ist. Aufheben. Sogar die Mucke, 2 Huhn, 1 Gänse. Oh, das ist doch Christoph, oder? Ja, ein neues Christoph, ein neues Eiskönigin im Bild. Wally. Boah, Pilze können wir uns auch totschmeißen mit, ne? So, können wir hier bei ihm kochen? Ich glaube schon, oder? Hast du ein Herd? Du hast ein Herd, sehr schön. So. Was war das jetzt? Lachs, Seetang und Reis. Mal gucken, ob wir Lachs haben, ne? 3 Stück, das ist nicht viel, ne? Das ist nicht viel. Aber viel fährt der Bauer auf dem... Sakimaki, sehr schön. Und was wollte die gute Dame noch? Ich hab's schon wieder vergessen. Das Ariel, ne? Nee, was war denn das? Das Anna. Lebkuchen können wir nicht und gelbe Kapuzinerkresse können wir auch nicht. Also nur quatschen. Nur quatschen und Sakimaki. Alter, Daus.
Vater. Anna, oh Anna. Was? Amor ist ein Leben. Zeig mir nochmal das Lebkuchenhaus, Sammlung, Charaktere. Anna, da. Lebkuchenhaus. Nee. Oder doch. Das geht nicht. Oh, guck mal hier. Goofy, schmeiß mir doch mal einen Apfel, komm. Gib's mir, los. Zack. Suckel die Muckel, zwei Huhn, ein Gänse. Ach, da sitzt sie. Sie will noch eine Lauchsuppe haben. Hey, du bist hier. Also, wir müssen unbedingt Lauch, aber Lauch, wo konnten wir Lauch anpflanzen oder wo haben wir den her? Möchtest du reden? Andrina, du hast so hart gearbeitet, also wollte ich mal nach dir sehen. Hast du in der letzten Zeit etwas gegessen? Dich gedehnt? Genug getrunken? Ich habe mich schon lange nicht mehr gedehnt, ich fühle mich ganz gut. Super, das ist gut zu wissen. Ich wollte nur sicher gehen. Ich erkunde mich gern nach Leuten, die mir wichtig sind. Wir unterhalten uns bald wieder, ja? Nein. Ich bin mit dir noch nicht fertig. Ich habe stundenlang am Herd gestanden und dieses Saki-Maki-Zeug gemacht hier. Doch. Ne? Also, den Rest können wir nicht. Bei ihr können wir echt nichts loswerden. Vielen Dank. Hart gekochte Eier? Braucht man da ein Ei oder zwei? Im Eis? Nein, im Dings. Braucht man für hart gekochte Eier ein Ei oder zwei? Eins. Mensch, das wird teuer für dich, mein Freund. Wir haben mir die Eier geklaut. Hier. Ah. Ach, das ist eine ganze Packung. Ich suche ein einzelnes Ei, weißt du? Aber wir hatten schon mal hart gekochte Eier, kann das sein? Yo, Stitch. Hallo. Hallo, ich habe deine Bestellung. Sehr gerne, mein Bester. Auf dass du noch mehr Sachen kaputt machst. Ich habe nur noch 5 Läucher. Soll ich trotzdem eine Lauchcremesuppe machen? Wir machen trotzdem eine Lauchcremesuppe, komm. Ein Lauch. Nee, 4 Läuche haben wir sogar nur noch. War doch ein Lauch, ne? War doch richtig, oder? Denk mal. Ich klick mal. Jawohl. Merlin sitzt noch bis morgen da und kriegt seine Bestellung nicht. Hey, du bist hier. Ich hab deine Bestellung. Sehr schön. So kriegen wir sie auch hoch, ne? Erdnussbutterwaffeln. Ich hab die zu Hause. Komm zu mir. Gilt das, wenn ich die von zu Hause hole? Wenn ich die Erdnussbutterwaffeln von zu Hause hole, gilt das? Dass ich ihm sage, hier, ich habe deine Bestellung. Du warst auch schon mal der schnellen Einer, mein Freund. Wir können's, ja, genau, wir versuchen das mal. Ein gutes Idea. Fische.
Fische in Kiste. Du. 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 Schwertfisch. Oh, der passt ja auch. Wir haben 11 Schwertfische schon. Wenn du nicht zufrieden bist, ehrlich nicht, ne, dann werde ich sowas wie sauer oder so. Wie, die sind voll. Was soll denn das? Ich bin sehr zufrieden. Ich hoffe es für dich. Also langsam. So langsam, aber sicher. Du. Nein, och. Du kommst hier rein. Geschenkpapier kommt hier rein. Kommst da rein. Karotten haben wir jetzt über 50 Stück, ne? Das mit dem Beutel lässt mir keine Ruhe, weil ich nicht weiß, wo ich den machen kann. Steht auch nirgendwo was dran, ne? Beutel. Oder muss ich den finden? Ach, warte, ich jetzt weiß ich, was ich wollte. Das Gericht für Merlin. Ist beim Möbel. Ja, hatte ich mir jetzt auch gedacht. Das Gericht für Merlin wollte ich holen. Da. Das ist doch dieses Erdnussbutter-Dingelskirchen-Waffeln. Die sind schon einen Ticken älter, aber das fällt Merlin sowieso nicht auf, oder? Du ja. Schon einmal durch die Zeit gerannt. Erstmal geben. Ja, der hat schon höchstes Level. Danke, meine Liebe. Und jetzt hinfort mit dir. Ja, ja, hinfort mit mir. Viel zu tun. Was ist eigentlich mit Mickey? Was ist eigentlich mit unserem Mickey los hier? Level 7. Sonnenblume, Apfel und kreolischer Fisch. Oh Gott. Kreolischer Fisch. Ich glaube, da hatten wir gestern was. Kann das sein? Kreolischer Fisch. Und nicht gestern, vorgestern. Nee. Fisch, Gemüse, Knobi, Reis, Tomate. Okay, okay, okay. Also. Fisch. Ich denke mal, eine Kabeljau macht's, ne? Kabeljau wird's bestimmt machen. Fisch. Gemüse hätten wir eine Paprika, Knobi, Reis und ups da. Tomori!
Neues Rezept. 5 Sterne. Wow. Jetzt wissen wir, was wir mit Kabeljau machen. Wollte ich ja nur gesagt haben. Was ist denn das Ding wert? Ach Quatsch. 336. Ah, geht, ne? Könnte besser sein. Obwohl, der Kabeljau ist billig, ne? So, Apfel. Und was war das noch bei Mickey? Sonnenblume. Ich weiß es. Mir ist es eingefallen. Mir ist es tatsächlich eingefallen. Eine Sonnenblume brauchen wir noch. Sonnenblume überall. Die sind doch am Strand total. Hallo Hörnchen von der Eiche. Wieso steht hier eigentlich neuerdings ein Stein? War der da schon immer? Ja, ätzend. Wie sieht denn das hier aus? Himmelherrgott, noch eins. Überall diese Steine. Mann. Kann doch kein Mensch mit leben hier. Wie bei Hempels. Also überhalb des Sofas. So. Ab zum Strand. Wir brauchen... Nicht wahr? Ja, schmeiß mal ruhig hinterher. Ich hole nur noch die von hier hinten, ja? Kannst du mir gleich hinterher schmeißen. Schmeiß es doch nicht hier hin, Herrgott. Dann auf zum Kabeljau, oder wie hieß das Fisch? Kabelklau. Ach, Kabelklau, ja, Kabelklau nehme ich auch. Sonnenblume. Sonnenblume. Bilder zur Sonnenblume. Gib mir doch die Sonnenblume. Nimm die. Nein! Was machst du? Nein! Oh doch. Was macht sie denn da für Sachen?